So, mal aus der Sonne rausgehen. Hallo allerseits. Heute nur ein kleines, kurzes Mini-Netzsprech. Ich hatte ja außer der Reihe zwei Stück zwischendurch einfach mal in Sachen Hackathon was erzählt. Heute mal ein ganz anderes Thema. Und zwar das Thema Ehrlichkeit. Wieso? Ja, weil ich das Gefühl habe, ich bin im falschen Film. Mir ist das heute richtig drastisch aufgefallen und ich habe mich darüber auch schon mit jemandem ganz intensiv unterhalten. Ja, also wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich so einen Tick habe mit Ehrlichkeit. Ich kann Lügen nicht ausstehen. Unehrlichkeit ist mir ein Graus und bewusste Unhöflichkeit auch. Es gibt ja einmal schlechtes Benehmen auf der einen Seite, weil man es nicht besser weiß. Und es gibt schlechtes Benehmen in vollem Bewusstsein. Kann ich nicht ausstehen. Es gibt Sachen, die mich auf den Pin bringen. Diese Sachen bringen mich auf den Pin. Wie komme ich jetzt da drauf? Ich hatte mehrere eigenartige Erlebnisse in Sachen Netzwerken. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich heißt Netzwerken, dass man mit einer anderen Person Kontakt aufnimmt. Sei es jetzt aus privaten oder beruflichen Gründen, dass man erst einmal kennenlernt, wie tickt der andere so, was macht der andere so oder auch nicht, wo hat man Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, was ist jeweils interessant. Und dann guckt man, inwiefern man sich gegenseitig unterstützen kann, inwiefern man eine Kooperation beispielsweise eingeht. Ja, das ist so Netzwerken. Also erstmal miteinander warm werden, miteinander reden, einander Hilfe anbieten, ein Stück des Weges zusammengehen und gucken, was passt nicht. Ja, das ist Netzwerken. Irgendwie scheinen aber sehr viele es anders zu verstehen. Es ist mir aufgefallen, es ist mir untergekommen bei Facebook, es ist mir untergekommen bei Xing, es ist mir untergekommen bei LinkedIn. Und jedes Mal frage ich mich, hä? Konkrete Beispiele. Facebook. Jemand schickt mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Muss ja nicht unbedingt heißen, dass diese Person mich jetzt nun ins Herz geschlossen hat, sondern einfach erstmal, diese Person hat irgendetwas in meinem Profil für interessant gehalten und ist der Meinung, dass wir Gemeinsamkeiten haben und es entweder auf geschäftlicher Ebene oder auch auf Bekanntschaftsebene in irgendeiner Weise etwas bringen könnte, sich auszutauschen. Sei es, dass man in den gleichen Vereinen ist, dass man in den gleichen Organisationen tätig ist oder dass man eben den gleichen Beruf hat. Ich schaue in solchen Fällen dann immer, gibt es Gemeinsamkeiten? Haben die Personen vielleicht auch ein Geschäft? Sind die selbstständig, so wie ich? Haben sie irgendwie was mit der Kirche am Hut, was ja auch so mein Thema ist? Interessieren Sie sich fürs Wandern? Interessieren Sie sich für Tee? Lesen Sie gerne? Haben Sie irgendwelche Gemeinsamkeiten, die Sie auch in meinem Profil wiedergefunden haben? Wenn ich da irgendwelche Ansatzpunkte finde, stimme ich zu. Wenn ich keine Ansatzpunkte finde, grabe ich noch ein bisschen tiefer und entscheide dann, ob ja oder nein. Ja, wenn ich dann eins annehme, wenn ich dann eine Freundschaftsanfrage annehme, finde ich es in Ordnung, wenn man sagt Hallo, obwohl mich dieses Hallo-Gegrüße auf dem Messenger von Facebook nervt ohne Ende. Aber okay, es ist automatisch eingestellt, bitteschön. Es halte ich also noch für in Ordnung. Man kann also auch noch sagen, Hallo, ich habe mich deswegen nochmal hier bei dir gemeldet, weil. Auch völlig in Ordnung. Wenn es auf geschäftlicher Basis ist, ist es für mich auch völlig in Ordnung, wenn mir dann gesagt wird, ich habe einen tollen Newsletter, schreib dich doch gerne ein, wenn dich da irgendwas von meinen Themen interessiert, ich habe einen tollen Newsletter, schreib dich ein. Völlig in Ordnung. Oder beispielsweise, schau dir doch mal meinen Artikel an oder guck doch mal mein Video, gerade interessant. Ich habe gesehen, du hast bei dir im Blog oder in deinem Social Media Konto X oder Y oder Z, hast du gerade das Thema drauf? Habe ich auch was so geschrieben? Könnte vielleicht passen, guck mal. Kooperationsanfrage. Auch völlig in Ordnung.
Aber auf Facebook ist es mir beispielsweise schon passiert, dass ich eine Freundschaftsanfrage von einer Selbstständigen angenommen habe und dann flattert mir ins Haus per Messenger, ob ich denn schon diese oder jene Diät kenne, ob ich denn schon dieses oder jenes Diätprogramm kenne. Naja, nun mag man sagen, vielleicht mache ich den Eindruck, dass ich mit meiner Figur völlig unglücklich bin. Bin ich nicht. Vielleicht hat man den Eindruck, ich müsste zum Schmachthaken abhungern. Och, bitteschön. Jedem Menschen seine eigene Meinung. Aber was mich daran stört, ist, ich öffne die Tür. Und weil ich die Tür geöffnet habe, wird mir ein Werbekatalog übergestülpt. Und zwar massiv. Daraufhin habe ich dann mal nachgefragt, ja, nicht mein Thema, kannst du doch auch meinem Profil erkennen irgendwo, was soll das alles? Hat das irgendwelchen Sinn und Zweck? Und dann wurde mir groß und breit das Programm erklärt und dann habe ich nochmal gesagt, das ist kein Netzwerken. Ich meine, was soll das hier? Ja, und daraufhin wurde dann gesagt, ja, macht ja nichts. Und wurde von dannen gegangen. Ich meine, in der Offline-Welt macht ihr das in der Offline-Welt auch so, dass ihr, wenn jemand versucht, in ein Geschäft, an einem Geschäft vorbeizugehen oder einfach, na, gehen wir mal weg vom Geschäftlichen, gehen wir doch mal dahin, gehen wir doch mal dahin, ihr geht irgendwo spazieren, setzt euch im Park hin. Seht, nebenbei sitzt jemand, der hat eine Zeitung, da ist ein interessanter Artikel. Ihr sprecht den Mann oder die Frau darauf an. Oh, interessanter Artikel. Darf ich einmal mitlesen? Denn Verzeihung ist ganz dringend, muss ich unbedingt jetzt mal wissen. Und derjenige will euch dann gleich ein Zeitungsabonnement verkaufen? Passt doch irgendwo nicht, oder? Passt irgendwie nicht. Das ist Facebook, okay, da habe ich gedacht, okay, Facebook, ne, es ist semi-professionell, in Ordnung. Sehr viele Menschen sind dort unterwegs, die noch nie irgendwie was mit dem Kaufmännischen zu tun hatten, die noch nie irgendwas zu tun hatten mit Kundenkontakt, die noch nie irgendwie ein Kundengespräch geführt haben, geschweige denn irgendwie wissen, was Netzwerken ist. Okay, Facebook. Habe ich schon so abgehakt, so nach dem Motto, das ist halt Facebook, ne? Semi-professionell. Ist in der richtigen Richtung unterwegs, aber dennoch immer noch semi-professionell. In Ordnung. Dass dann auf beruflichen Netzwerken dann ständig solche Dinge kommen wie, ach, was hast du schöne Augen, du hast so ein wunderschönes Lächeln, wollen wir nicht auch in Kontakt treten? Lasse jetzt mal links liegen. Das ist auch eine solche. Aber dass mir dann auf Xing und auf LinkedIn dann ähnliche Dinge passieren, bloß in einer anderen Skala, also so nach dem Motto Netzwerken, Kontakt annehmen, Kontakt ist angenommen, mit dem Kommentar, jetzt mal, fangen wir mal bei LinkedIn an, das fand ich auch ganz, ganz genial. Habe ich auch jemand kontaktiert, auch aus der Branche, Marketingbranche, Werbebranche. Es ging um Webseiten. Habe ich ja kein Problem mit. Ich habe kein Problem mit Mitbewerbern. Warum auch? Ich stehe immer auf dem Standpunkt, eine Hand wäscht die andere und man kann sich gegenseitig empfehlen. Und wenn man Kunden hat, die in der Ecke wohnen und lieber jemanden haben möchten, der vor Ort wohnt, wo ist das Problem? Das ist Netzwerken. Dann sagt man, komm hier nicht so aus den und den Gründen in Frage, weil du möchtest jetzt gerade ein technisches Problem lösen von, was weiß ich, von Jimdo oder von Taipo oder was auch immer. Nicht so mein Spezialgebiet, aber ich kenne da jemanden aus meinen Netzwerken. Hier bitte, da ist der Kontakt. Stelle ich euch gegenseitig vor. Ich bin außen vor. Macht, was ihr wollt, guckt, ob ihr zueinander findet. Das ist ja Netzwerken, ne? Das ist so das Normale. Dementsprechend habe ich also auch diese Anfrage angenommen. Dann wurde ich gefragt, ob, ja, könnte man ja gleich mal vertiefen, man könnte ja mal ausloten, inwieweit man zusammenarbeitet. Ja, kein Problem. Netzwerken. Und dann kam der Anruf. Und dann das totale Verkaufsgespräch. Mir Technik. Verkaufen. Website-Technik. Okay, jetzt
Also ich persönlich komme jetzt auch nicht unbedingt auf den Gedanken, irgendeiner anderen Technikerin oder jemanden, der Marketing betreibt oder jemanden, der als Social Media Coach unterwegs ist, bei demjenigen oder derjenigen anzurufen und zu sagen, ja, es ist ja Social Media Coaching, total mein Ding, kommt zu mir, wenn derjenige das selber macht. Okay, also weder auf die Profile geschaut, noch irgendwie sich mal damit beschäftigt, was man tut. 0815 Strategie, ich rufe da an und dann verkaufe ich, ja, oder auch nicht. Und dann ist man auch den Kontakt wieder ganz schnell los, weil solche Nervbolzen brauche ich auch nicht in meinen Netzwerken, die dann noch mit meinen Kontakten genauso verfahren, wie sie gerade mit mir dann verfahren sind. Also solche Menschen brauche ich nicht in meinen Kontaktnetzwerken. Echt nicht. Da hat keiner aus meinen Netzwerken was von, wenn ich solche Leute aufnehme. Aber heute hatte ich wirklich, das war wirklich, also das ist schlecht zu toppen. Am Wochenende Kontaktparty auf Xing. Ich nur kurz Hallo gesagt, bin auch dabei, dann mit anderen Dingen beschäftigt, ich bin ja mit meiner Akademie am Gange, dass ich die aufbaue. So. Kamen dann auch verschiedene Kontaktanfragen. Zwei davon habe ich auch bestätigt. Bei der einen Kontaktanfrage ganz klar, sofort darauf geeinigt, war eine Frau. Bei mir gerade Stress hoch drei. Kontaktanfrage super. Vertiefen des Netzwerkens. Das ist bei uns beim Netzwerken so. Machen wir auch, aber nicht gerade jetzt. Machen wir ein bisschen später. Termin ausgemacht, Zoom vereinbart. Alles geklärt. Wunderbar gelaufen. Der andere Kontakt, männlich, hoch engagiert, nicht jung, also jetzt nicht so nach dem Motto, gerade aus der Ausbildung fertig und ich werde auf die Menschheit losgelassen. Nein. Länger schon im Geschäftsleben unterwegs, hat er mir auch eine Anfrage geschickt. Ich habe keinerlei große Übereinstimmung im Profil gefunden. Ich habe dann lange gesucht und habe dann entdeckt, okay, da wird auch gerne gewandert. Das ist also wahrscheinlich der Anhaltspunkt. Dann habe ich dann auch geschrieben, nehme gerne die Kontaktanfrage an, obwohl ich mit Sport nichts am Hut habe. Hintergrund, die Person ist im Bereich Versicherungen, Unfallversicherungen für Sportereignisse unterwegs. Ich schreibe also in meiner Antwort bei der Kontaktanfrage, nehme die Kontaktanfrage gerne an, obwohl ich mit Sport nichts am Hut habe. Herzlich willkommen in meinen Netzwerken. Wenn du was brauchst, melde dich. Ja, der gute Mann hat sich dann gemeldet heute Morgen und wollte mir dann eine Versicherung für Sport verkaufen. Das Ganze ging sofort so los. Also nicht irgendwie so, ja, hallo und nochmal auf dein Profil zurückkommend, dieses und jenes und diese Anknüpfpunkte und das könnte man ja noch vertiefen. Nein! Ich bin ja nur in Sportversicherungen unterwegs und ich ihn unterbrochen. Ja, ich habe ja auch dann nur gesagt, dass ich mit Sport nichts am Hut habe. Ich bin eine echte überzeugte Coach Potato. Das war jetzt schon das zweite dicke, fette Stoppschild. Ich habe mit Sportversicherungen, bin ich nicht irgendwie interessiert. Also, ob der so Auto fährt, wie er telefoniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging das dann weiter. Ja, aber du weißt ja, im Freizeitbereich, da passieren ja die meisten Unfälle. Woraufhin ich dann ein drittes Mal gesagt habe, ja, und wenn das hier jetzt in Verkaufsgespräch ausartet, kann ich mal gleich sagen, brauche ich nicht, hab eine Versicherungsmaklerin, kein Interesse, herzlichen Dank. Dann wurde dann nur noch gesagt, ja, danke, und dann wurde aufgelegt. Ich habe diese Person jetzt wieder aus meinen Kontaktnetzwerken gelöscht und ich habe diese Person zusätzlich blockiert
um sicherzugehen, dass nicht meine eigenen Netzwerkkontakte von dem Herrn in dieser Form abgegrast werden. Da frage ich mich, was soll das alles? Warum, was soll der Schmu? Man kann doch bei einer Kontaktanfrage klar und deutlich äußern, hallo, mein Name ist, ich möchte gerne Kontakt mit Ihnen haben, weil ich Sie gerne als Kundin, als Kunde gewinnen möchte. Dann weiß derjenige, der angerufen werden soll, ob er gleich sagt, nein, danke, oder ob er sagt, jo, mach mal. Das spart Zeit auf beiden Seiten. Und Zeit ist echt kostbar. Zeit ist Lebenszeit. Und Lebenszeit ist mir persönlich wichtiger, als mich mit jemandem zu unterhalten, der in keinster Weise am Netzwerken interessiert ist und der auch in keinster Weise an mir oder an dem, was ich tue, interessiert ist, sondern der lediglich daran interessiert ist, mich als Werbeplattform zu nutzen. Für irgendwelche Angebote, die ich nicht haben will. Das ist Pull-Marketing hoch 3 zum Quadrat. Push-Marketing, nicht Pull. Pull wäre ja gut. Das ist Push-Marketing hoch 3 zum Quadrat. Das ist so uralt. Ich weiß auch nicht. Das ist, als wenn mir einer Werbeflyer von morgens bis abends in meine Wohnung hauen würde. Und dann erwartet, ich würde darüber begeistert sein. Bin ich nicht. Ja. Also, kein Problem damit, wenn jemand Kontaktanfragen stellt und dann eben gleich signalisiert, ich bin daran interessiert, Sie als Kundin zu gewinnen. Das ist ehrlich, das ist offen, das ist direkt, das ist kein Problem. Dann kann man immer noch sagen, bin nicht die richtige Ansprechpartnerin für Sie, habe kein Interesse. Wir können dennoch gerne im Netzwerk zusammen sein. Vielleicht ergibt sich was, dass ich irgendjemanden kenne, der Ihre Produkte gebrauchen kann oder auch nicht. Weiß man ja nicht. Das ist ein ehrlicher Umgang miteinander. Und das ist das, was ich bitteschön erwarte. Ich habe kein Problem damit, beispielsweise, wenn ich Kontakte habe und diese Kontakte mir dann auch ab und an mal ihre Angebote schicken. Dafür ist man ja in beruflichen Netzwerken auch unterwegs, dass man dann eben einander auch aufmerksam macht auf die eigenen Angebote und auf die Angebote von Kooperationspartnern. Das ist normal. Aber das, bitteschön, ja, bitteschön. Seid ein bisschen ehrlicher mit den Menschen, mit denen ihr Kontakt habt. Geht ihnen nicht auf den Zeiger, bitte sehr. Und vor allen Dingen, verwechselt Netzwerken nicht mit der allerplumpesten Methode des Marketings. Mit diesem, darf ich Sie anrufen? Im Sinne von, wir können das ja mal ausloten, wie wir zusammenarbeiten können. Und dann kommt dabei raus, ja, und das Angebot noch wieder und jenes Angebot noch und das noch und hier noch das XXL und das Super VIP und hast du nicht gesehen, Angebot. Leute, deswegen setze ich mich nicht hin und mache Netzwerkkontakte auf. Das ist echt für ein A. Punkt, Punkt, Punkt. Übrigens, ich stehe mit diesem Standpunkt, bin ich nicht alleine. Auch das mal, vielleicht ist es auch eine rein weibliche Sicht. Nee, auch nicht. Ich kenne das auch von vielen Männern, die einfach nur angenervt sind von solchen Kontakten. Und ich kenne es auch querbeet. Ich kenne sehr gute Marketer. Und zwar wirklich von den ganz, ganz Großen in der Branche, deren Namen wirklich bekannt sind. Und die machen das auch nicht. Warum wohl nicht? Weil das ein ganz schlechter Stil ist, wie wir Norddeutschen zu sagen pflegen. Jo, das war's für heute. Ich habe es heute kurz und knapp gehalten. 20-minütiger Mini-Netzsprech. Ich bitte euch darum, euch das zu Herzen zu nehmen. Netzwerken heißt Netzwerken und nicht mit Werbung zu ballern. Und wenn ihr Kunden sucht, dann sagt es offen und ehrlich. Damit verärgert ihr die Leute nicht. Aber wenn ihr so tut, als wenn ihr an Netzwerken interessiert seid, euch aber überhaupt nicht für die Person interessiert, überhaupt nicht für das Angebot interessiert, was diejenige macht oder derjenige macht, überhaupt nicht dafür interessiert, was das für eine Person oder für ein Umfeld oder für einen Arbeitsbereich ist, ja Leute, dann wundert euch nicht, dass man dann auch irgendwann genervt ist und einfach nur noch platt von dannen schiebt.
Nee? Ja. Ihr könnt ja mal unter diesem Video mal schreiben, wie euch das so ergangen ist, wie oft ihr schon genervt wurdet und was so eure persönlichen Highlights sind. Also mir als absoluten Sportmuffel, als hochklassigen Couch-Potato, bekennend, immer wieder sagend, dass ich mich nicht für Sport interessiere. Und dann noch so hartnäckig penetrant mir da noch irgendwie eine Sportunfallversicherung unter die Nase reiben zu wollen. Und ja, also das war jetzt wirklich so mein Highlight des bisherigen, diesjährigen Jahres. Aber das Jahr ist ja noch jung. Man weiß ja nicht, was für ein Schwachsinn noch auf mich zukommt. Also, schreibt mal gerne unter das Video, was euch in der Richtung schon so alles passiert ist und wer euch so schon in der Richtung alles komplett auf den Senkel gegangen ist. Kurzer Ausblick auf das Wochenende. Ich bin jetzt gerade in den Endvorbereitungen für die Akademie. Ihr wisst ja, auch ich lebe davon, zu coachen. Nicht nur hier in Netzsprech kostenfrei, sondern eben auch dadurch, dass ich 1:1 Coaches, Coaching-Einheiten anbiete oder auch Webinare oder Workshops dementsprechend anbiete und eben auch die Akademie, die jetzt gerade von mir aufgebaut wird. Da bin ich jetzt dabei bei den Feinheiten, beim Layout und Co. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende noch ordentlich vorwärts komme, sodass dann Anfang nächster, Mitte nächster Woche dann auch der Soft-Opening-Verkauf starten kann für die Akademie. Und dann werde ich, wenn es denn klappt, wenn nicht noch irgendwelche Katastrophen passieren oder ich mich mit irgendwelchen Vollpfosten telefonisch auseinandersetzen muss, werde ich auf jeden Fall am Wochenende nochmal so weit sein, dass ich euch dann Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche Einblicke nochmal geben kann, auch nochmal in den Aufbau, dass ich euch nochmal Stück für Stück zeigen kann, was euch da alles erwartet. Ja, ihr wisst, was auf euch zukommt. Ihr werdet also von mir nicht überrascht. Und vor allen Dingen werde ich euch ganz bestimmt nichts verkaufen wollen, von dem ihr überhaupt nicht wollt, dass ich es euch verkaufe, sondern ich biete es euch an, offen und ehrlich, und ihr sagt, ja, passt, passt vielleicht jetzt noch nicht, passt später, oder ihr sagt, nö, habe ich alles schon selber gemacht, brauche ich nicht. Das wirst du selber entscheiden, wenn du alles gesehen hast und wenn du dann dich entscheiden kannst. Mitglied werden, Earliest Bird, Early Bird, normales Mitglied. Das war's aber jetzt endgültig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und dann gönne ich mir irgendwie was Schönes zur Ablenkung. Vielleicht ein schönes Gedicht oder irgendwas auswendig lernen. Irgendwas Sinnfreies, was nichts mit Beruf zu tun hat. Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.